bald ist es wieder soweit. Dann kommt das Christkind und bringt uns endlich die verdienten Geschenke. Zumindest im Süden Deutschlands. Denn von den Kindern aus der nördlichen Hälfte bekommt das Christkind gar keine Wunschzettel. Die schicken sie nämlich an den Weihnachtsmann. Wo der Weihnachtsgraben genau verläuft, weiß das Internet mittlerweile am besten. Aufschluss geben Millionen von Suchanfragen. Süddeutsche suchen ausschließlich nach dem Christkind, Norddeutsche nach dem Weihnachtsmann. Genauso wie die Kinder aus den Niederlanden, Dänemark und dem südlichen Teil Schwedens, die sich mit ihren Geschenkewünschen auch an den Weihnachtsmann wenden. Und noch weiter im Norden? Da ist es auch meistens ein alter Mann mit weißem Rauschebart, der die Geschenke bringt, aber genannt wird er der Weihnachtsgnom. Hin und wieder ist es auch ein richtiger Gnom. Ganz früher, da brachte in Finnland noch ein Ziegenbock die Geschenke, der Julbock, bis auch er vom Weihnachtsmann abgelöst wurde. Bei unseren Nachbarn im Westen, von Irland und England über Spanien und Frankreich nach Italien, da kommt der Vater Weihnacht oder, wer es familiärer mag, auch Papi Weihnacht. In Teilen der Schweiz, in Österreich, Tschechien, der Slowakei und Ungarn ist wieder das Christkind angesagt. Und wenn wir in den Osten gehen, kommen die Geschenke umso häufiger vom Väterchen Frost. Brr. Nun, wenn es nach einer bekannten Getränkemarke geht, kommt sowieso überall nur einer. Und der hat eine rote Kutte an. Santa Claus. Froh, ho, ho, Weihnacht.